283 Kilometer, 1500 Höhenmeter. Aber ich muss sagen, die Schotterpisten sind fast besser als die asphaltierten, die ich bis jetzt hatte. Leute, boah, das war jetzt eine graue Strecke. Die hat mir unheimlich viel Zeit gekostet. Den Gehweg, hier darf ich nicht gerade fahren. Jetzt stehe ich hier vor dem Holstentor. Gefühlt hat das irgendwie ewig gebraucht, um hierher zu kommen. Aber ich bin genervt von diesem Weg. Moin und herzlich willkommen beim Flachlandradler, der wie immer unterwegs ist und diesmal wieder auf einer richtig großen Tour. Ja, es ist einige Wochen jetzt vergangen, einige Wochenenden habe ich auch Rad gefahren, nachdem ich in der Schweiz wieder zu Hause angekommen bin. Ja, da habe ich euch mal nicht mitgenommen. Es waren gemütliche Touren in Dänemark, aber jetzt will ich wieder angreifen. Ein paar Wochen nach jetzt doch einer Woche richtig schlechtem Wetter. Wow, das war was. Viel Regen, sogar ein Orkan ist über Deutschland hinweggefegt, also schon fast Herbst schon wieder. Aber das hat auch kleine Konsequenzen auf meiner Strecke heute. Es liegen viele Äste, kleine Äste, große Äste auf der Straße. Ich habe auch schon ein, zwei umgestürzte Bäume gesehen. Ja, aber es ist zum Glück nicht so schlimm geworden, dass ich jetzt sagen muss, nee, ich fahre dieses Wochenende lieber nicht. Aber es geht wohl. Ja, ich habe nämlich eine richtig große Tour vor. Nämlich bin hier auf den Orbit 360 Schleswig-Holstein. Ja, 283 Kilometer, 1500 Höhenmeter. Hört sich jetzt auch gar nicht so viel an, aber die Kilometer werden es machen. Und natürlich Gravel-Strecken, holprig, Wurzeln, Steine, ja, wie gesagt auch Äste. Also da kommt man nicht so schnell voran. Bin um 4.15 Uhr an der Alsterquelle gestartet. Bin jetzt hier an dem Itzstädter See. Wunderschön hier. Ja, lade zum Baden ein, aber das werde ich heute nicht machen. Ich will heute durchziehen. Mal sehen, wie lang ich brauche für diese Gewaltstrecke. Ja, es wird nicht so schnell laufen wie bei meiner Rennradtour auf 300 Kilometer. Wie gesagt, diese Holperstrecken, da werde ich ein bisschen langsamer fahren müssen. Wenn ich vielleicht heute noch nicht mal ankomme, vielleicht im Dunkeln, möchte ich eigentlich eher vermeiden. Sonne geht ja spät unter. Ja, so um 22 Uhr geht sie unter, also unter noch ein bisschen längere Dämmerung. Ja, vielleicht schaffe ich das, aber mein Ziel ist auf jeden Fall durchziehen komplett. Aber falls ich schwächel, ja, habe ich noch eine Tasche mehr mit Schlafsack, Isomatte und Co. Ja, dass ich mich da vielleicht doch irgendwo hinhauen kann. Ich versuche es aber durchzuziehen auf dieser richtig schönen Strecke, schätze ich mal. Ja, war schon schöne Wälder gerade eben. Und jetzt bin ich hier ja, noch ein paar Kilometer vor Bad Segeberg und dann kommt Eutin, dann kommt der Bungsberg, dann kommt Neustadt an der Ostsee, dann kommt Timmendorfer Strand, Travemünde, Lübeck am Holstentor vorbei, dann Bad Oldesloe, Sülfeld und dann so quer durch und dann komme ich wieder zur Alsterquelle hin. Das ist eine gewaltige Strecke. Ja, ich habe echt Respekt davor. Ich kann es echt nicht einschätzen, wie lange ich dafür brauche. Ich will durchziehen, aber hoffe noch einen schönen Film zu drehen, denn ja,
bei so einer Langstrecke ist das Film doch eher zweitrangig. Werdet ihr wahrscheinlich sehen, dass ich eher nur so stationär hier von Lenker aus nur ein paar Fahrtenbilder zeige von der Straße oder vielleicht mal von links und rechts. Also es wird eher weniger werden. Ich will durchziehen, also ich muss weiter. Also geht's los auf den Orbit 360 Schleswig-Holstein. Ja, also dann wünsche ich viel Spaß dabei von den kommenden Bildern. Kilometer 45, ich bin durch Bad Segeberg gleich wieder durch. Ja, nicht lange aufhalten, aber ich muss sagen, die Schotterpisten sind fast besser als die asphaltierten, die ich bis jetzt hatte. Und die Radwege, meine Güte, was eine Schäme. Ich weiß es nicht. Also hier sind zwar auch ein paar Puppel drin, aber Leute, das ist echt Wahnsinn, was das hier alles kaputt ist. Unglaublich, aber die Strecke war toll. Schöne, sehr, sehr schöne Schotterpisten, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht, da längs zu fahren. Und jetzt wird es auch langsam warm. Ja, hier bin ich jetzt an der Trave hier unten im Tal. Wunderbar. Also bis jetzt gefällt mir die Strecke. Richtig klasse. So kann es weitergehen. Das war mal gerade ein wilder Ritter durchs Travetal. Ganz schmaler Weg. Aber viele Wurzeln waren da, die konnte man meistens fahren. Ein Stück gab es da. Da waren die zu viel und zu groß, habe ich rübergeschoben. Aber jetzt fahre ich noch weiter hier bei Bad Segeberg immer noch hier durch den Wald. Wunderbar. Kann ich sagen. Ja, 350 Höhenmeter habe ich auch schon hinter mir, laut meinem Navi. Auch schon ein ganzes Stück für Schleswig-Holstein. Aber ich hoffe, es geht so schön weiter. Das war echt ein klasse Stück. Ich glaube, da habe ich mich verfahren. Ich bin hier durch Berlin gekommen. Über den Potsdamer Platz bin ich gefahren. Ja,
Ja, es gibt auch noch ein Berlin in Schleswig-Holstein. Ein ganz kleines, wirklich nur ja, eine große Kreuzung, eine kleine Tankstelle, ein Imbiss. Ja, und dann war es das auch schon. Aber einen Potsdamer Platz haben die. Ja, weiter geht es jetzt nach jetzt 67 Kilometern, wo ich jetzt bin. Ja, weiter nach Eutin und dann geht es hoch zum Bungsberg. Aber die Strecke hier, oh, es war eigentlich ziemlich viel Asphalt, oh, aber bis jetzt geht's. Die Gravelstrecken machen Spaß, alles gut, aber auch hier so eine Straße, hier ist auch nicht hier so viel befahren. Ist halt hier nicht doll bewohnt, die Gegend hier in Schleswig-Holstein. Mal sehen, was die nächsten Kilometer so bringen. Kilometer 88 war es jetzt gerade umgesprungen. Ja, bin jetzt hier Eutin am See und jetzt mache ich meine erste größere Pause. Unterwegs habe ich natürlich immer mal was gegessen, so eine Snacks, die ich in der Tasche hatte. Ja, genug getrunken, aber jetzt brauche ich mal eine größere. Ich glaube, ich habe noch nie so spät eine große Pause gemacht. Ich habe ja noch nicht ganz ein Drittel geschafft von dieser ganzen Tour. Ja, und als nächstes wartet ja auch der Bungsberg. Das ist jetzt die große Schwierigkeit, die als nächstes kommt. Ja, schöner See ist es. Wäre bestimmt eine schöne Abkühlung. Aber nein, baden ist nicht. Dafür ist keine Zeit heute. Aber essen muss man natürlich. Deswegen mache ich jetzt eine schöne Pause. Ja, Strecke ja, war richtig klasse. Aber man merkt hier, wird es hügeliger. Ja, auch im Wald über die Schotterpisten. Ja, da geht es auch ab und zu schon mal hoch. Ja, schon einige Höhenmeter wieder gerissen. Macht Spaß, muss ich echt sagen. Deswegen, ja, es ist ja wirklich immer auf meiner To-Do-Liste gewesen, als das 2020 rauskam, die Orbits, ja, den Schleswig-Holstein ja mal zu fahren. War bis jetzt auch wunderbar, hat sich bis jetzt gelohnt. Ich bin froh, da jetzt mal das gemacht zu haben. In den letzten Jahren habe ich es mir einfach nicht getraut. Ich würde es ja gerne in einem Zug schaffen. Das ist ja irgendwie so die Herausforderung bei diesem Weg. Aber naja, die große Schwierigkeit kommt also als nächstes. Deswegen Powerpause und dann geht's weiter Richtung Bungsberg und dann Neustadt an der Ostsee. Ja, es geht immer weiter, immer weiter. Und schöne Brise ist aufgekommen, mehrheitlich als Gegenwind. Ja, kühlt mehr, als dass sie nervt. Ja, und ja, kann so weitergehen. Also, dann geht's. Sehen wir uns wahrscheinlich auf dem Bungsberg. Something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. Oh, baby. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold.
oben auf. Ich habe es geschafft auf den höchsten Punkt der Tour. 168 über dem Meer stehe ich jetzt. Gewaltige Höhenmeter habe ich bewältigt. Ja, aber naja, Scherz beiseite. Es war schon anstrengend da hoch. Es sind ja kurze Stiche, aber es geht ja immer hoch und runter, hoch und runter. Und das summiert sich. Aber hier schöne Aussicht. Selten so klar, muss ich sagen, hier oben, wenn man im Sommer steht. Echt toll. Ostsee ist auch so leicht zu erkennen. Wunderbar. Ja, man könnte auch hier übernachten. Hier ist nämlich ein Platz von der Stiftung Schleswig-Holstein, Stiftungsland Schleswig-Holstein. Wir halten da vorne den Bereich. Da muss man sich vorher ein bisschen anmelden beim Bauern, der Wiese hier gehört. Aber da könnte man übernachten. Aber ich fahre jetzt so gut wie gleich weiter. Einmal kurz durchpusten lassen. Unten an der Kirche in Kirchenücheln, da musste ich einmal mir Wasser über den Kopf gießen. Mann, da war ich schon aufgeheizt. Obwohl ich fast die gesamte Strecke von da im Schatten, ja, von Neutin eigentlich schon im Schatten war, war es super heiß. Irgendwie. Aber es ist auch gerade erst 25 Grad. So heiß ist es nicht, aber für Nordlichter hier oben ist es heiß. Aber dieser Wind tut echt gut hier oben. Wunderschön. War bis jetzt echt eine klasse Strecke. Ja, holprig ist das. Mein größter Feind ist aber diese kleinen Äste, die überall auf dem Weg liegen. Mann, die springen immer hoch und wollen in die Speichen rein. Da habe ich immer Angst vor, dass sie sich quersetzen und ich einen Körper mache oder was weiß ich. Ja, da bin ich echt ein bisschen vorsichtig heute. Das ist so ein bisschen das Manko. Aber das Wetter ist genial. Landschaft ist genial. Also kann es jetzt weitergehen. Ja, nächste Highlight, Neustadt an der Ostsee. Aber da komme ich noch lange nicht an der Ostsee. Das geht noch landeinwärts weiter. Erst hinter dem Timmendorfer Strand komme ich da erst hin. Also das sind noch einige Kilometer. Aber in zweiter Reihe, glaube ich, gibt es auch eine schöne Strecke. Und das Gute ist, die kenne ich nicht. Auch den fast den gesamten Weg hier hoch. Auch heute so zwischen den großen Städte und so. Das war alles Neuland fast für mich. Also das ist klasse an diesem Weg. Ich bin ja schon viel gefahren, aber diese Wege nicht. Also schau ich mal, was Neuland, das auf die nächsten Kilometer in Neuland für mich gibt hier und für euch. Ich musste mal einkaufen, Leute. Boah, das war jetzt eine grauen Strecke. Die hat mir unheimlich viel Zeit gekostet. Mann, da war Paris-Roubaix ja gar nichts gegen. Es war schön durch den Wald. Das ging noch, aber dann kam über Kilometer so ein Kopfsteinpflaster. Das war unglaublich. Das war Paris-Roubaix, war da gar nichts gegen. Boah, das waren nur Feldsteine hingeschmissen. Selbst die Traktoren, die da drauf gefahren sind, wurden so hin und her geschmissen. Ein Glück war so ein bisschen Sand an der Kante, dass man da so ein bisschen, aber man war so langsam und... Oh. Also ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz. Naja, die restlichen Gravelstrecken, die waren viel auf diesem Abschnitt bis hier Neustadt, hier beim Rewe, wo ich jetzt stehe. Mann, das war anstrengend. Aber ich habe mir erstmal ein kaltes Getränk gekauft, ein Mettbrötchen, ein eiskaltes Mettbrötchen, aber das tut so gut. Ein schönes Getränk, aber Leute. Also ich sehe so langsam, dass ich doch ordentlich noch im Dunkeln fahren werde. Also das hat mir richtig Zeit gekostet und wenn das so weitergeht, ich habe ja noch 160 Kilometer. Uiuiui, das ist ja noch nicht mal die Hälfte und es ist gleich, es ist schon nach 13 Uhr. Ja, na egal, ich habe es mir ja ausgesucht. Wie gesagt, ich kann ja auch mich hinlegen, wenn ich wirklich nicht mehr kann. Aber das ist es eigentlich gar nicht. Also die Kraft ist da, aber die Strecke zollt gerade ihren Tribut mit diesen Beschaffenheit. Aber ich muss erstmal wieder zu Kräften kommen und dann geht es weiter. Timmendorfer Strand, da komme ich nicht so richtig hin, erst dahinter. Komme ich, glaube ich, das heißt Bottner Steilküste, Bottner Cliff. Da komme ich dann rauf auf den Ostseeküstenradweg bis nach Travemünde. Das wird ein schönes Stück. Aber da muss ich erstmal gleich Gas geben, wenn ich gegessen habe.
truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. Ja, Leute, der nächste Fail. Gerade eben schon eine Treppe. Hier ist jetzt nur ein Gehweg. Hier darf ich nicht Radfahren. Also, was ist das für ein Track? Mann, jetzt muss ich mir wieder eine Alternative suchen, aber dadurch wird es vielleicht kürzer. Mann, so macht das keinen Spaß. Wer hat das bloß hier ausgeglutzt? Ah, es nervt. Jetzt schon zum zweiten Mal, aber gerade eben habe ich dadurch auch ein bisschen abgekürzt. Naja, werde ich jetzt auch machen. Endlich geschafft. Ich bin im Timmendorfer Strand. Das kurze Stück, wo ja auch der Ostseeküstenradweg hier auch verläuft. Eins muss ich ja sagen, dieser Radweg ist echt schlecht ausgeschildert. Okay, ist kein offizieller Radweg, ist ja nur auf Komoot. Also es gibt keine Radwegschilder, die das ausschilden. Also muss man schon mit, ja, mit GPS-Gerät rausfinden, wo der Weg läuft. Na, ich mache jetzt wieder eine schöne, schöne Pause. Ah, es ist herrlich. Schön frisch hier. Sobald man nach drin kommt, ins Binnenland so ein bisschen, wird es schon gleich wieder wärmer. Also hier ist schön angenehm kühl, aber auch schon 24 Grad. Ja, ich nasche noch ein bisschen und dann geht es weiter Richtung Travemünde. Ist auch nicht schlecht. Aber erstmal gleich auch hier an diesem, ja, an dieser Steilküste entlang. Ja, echt das beste Stück hier erstmal. Jetzt bin ich schon in Lübeck irgendwo, aber hier ist irgendwie ein Weg, da soll ich längs. Hier ist aber fast nichts zu sehen und tiefe Schlaglöcher. Da kann ich nicht längs fahren, da kann ich nur längs schieben und das will ich nicht. Das tut mir leid. Ja, hier ist so eine, ja, ist auch nur so ein Schlenker hier durch den Wald, aber hier ist ja fast nichts zu sehen. Ja, gerade eben habe ich schon alle Äste abgekriegt bei so einer Strecke. Wow, aber das war die schöne Strecke, die ich auch letztes Jahr gefahren bin, rund um Trave. Rund um die Trave. Ja, hier fahre ich jetzt nicht längs. Ja, das muss ich mir aussparen. Also hier ist wirklich, also hier ist ein tiefes Loch hier vorne. Da hinten das nächste vom Maulwurf oder was weiß ich, oder von den Mäusen.
da komme ich ja gar nicht mehr voran. Also da habe ich jetzt echt keinen Bock. Muss ich leider sagen, werde ich ein bisschen abkürzen und dann komme ich nach Lübeck gleich rein, richtig rein. Ja, schade. Mann, bis jetzt habe ich alles durchgekämpft, irgendwie. Aber das ist mir jetzt zu heikel. Es wird ja auch langsam später, bald 18 Uhr. Ich freue mich, wenn das ein bisschen kühler wird. Ja, da muss ich gleich erstmal geradeaus. Da werde ich ja wohl wieder 1-2 Kilometer abkürzen. Tut ein bisschen weh, aber ist so. Jetzt stehe ich hier vor dem Holstentor. Gefühlt hat das irgendwie ewig gebraucht, um hierher zu kommen. Boah. Aber ich habe schon mal eingekauft, so ein bisschen Mittag nochmal zum Abendessen. Das ist gleich schon 19 Uhr und ich habe noch 90 Kilometer. Aber ich freue mich schon, dass es kühler wird. Auf jeden Fall, die Sonne brennt immer noch. Im Schatten ist es schon ein bisschen kühler, das merkt man schon. Aber wow, bei Lübeck ist immer ein tolles Ziel, aber ich fahre gleich weiter. Ja. Es geht immer weiter Richtung, was kommt denn jetzt? Mäusling, Lübeck-Mäusling, Rheinbeck, ja, Bad Oldesloe und so weiter und so fort. Also kommt noch eine Masse. Aber ich glaube, ich werde gleich irgendwo mal mein Mittagessen oder mein Abendessen essen. So, das war gut. Noch nicht mal ganz aufgegessen. So viel Hunger hatte ich gar nicht. Kleinigkeiten kriegt man eigentlich immer rein. Na, vielleicht esse ich nachher noch mehr davon. Aber war wieder lecker. Mein Standardessen. Und dann kann es jetzt auf die letzten Kilometer mal losgehen jetzt wieder. Mal sehen, wenn es endlich mal kühler wird. Thank you.
Kilometer 227 Bad Oldesloe erreicht. Aber ich bin genervt von diesem Weg. Ja, diese, ich weiß nicht, wer den geplant hat. Es führt da schön an der Trave entlang, eigentlich, aber das ist ein Wanderweg. Nur für Fußgänger, Radfahren verboten. Also Hauptstraße fahren. Voll am Abnerven. Ja, und jetzt, ja, ich habe ja eigentlich nur noch 56 Kilometer bis zurück. Es ist ja immer noch hell, die Sonne, ja, hat noch ein paar Minuten. Ja, die hat noch ein paar Minuten. In 10 Minuten geht sie unter. Ja, und dann, aber ich werde den Weg, glaube ich, nicht mehr komplett genau folgen. Also so oft, wie er mich jetzt auf dieser Strecke jetzt seit Lübeck immer verkehrt, nicht mehr vorhandenen Weg, ja, Wanderweg, also nur Fußgänger zugelassen. Also es nervt, tut mir echt leid. Also landschaftlich ein Top-Weg, hat viel Spaß gebracht, tolle neue Landschaften zu sehen. Das hat richtig klasse, hat richtig viel Spaß gebracht, neue Landschaften zu sehen, die ich vorher noch nicht gesehen habe, neue Strecken, aber ja, es nervt echt, ja, darfst du nicht rein, musst dir einen neuen Weg suchen. Also wird es keine 180 Kilometer wahrscheinlich bis zurück. Ich werde noch in die Nacht fahren und dann, ja, ich werde hier auch nirgendwo übernachten. Ich will zurück an die Alsterquelle. Ja, vielleicht nicht mehr ganz 56 Kilometer, egal. Ja, aber der Weg ist das Ziel. Ankommen will ich noch, ich werde das jetzt durchziehen. Es war ein richtig schöner Tag, vielleicht wieder ein bisschen zu heiß. Das hat mich auch ganz schön runtergezogen. Aber naja, bis Lübeck fand ich den Weg echt toll. Aber dann waren die Fehler echt zu oft. Ja, das eine Mal vor Neustadt, diese Schreckensstrecke. Ja, da musste man mal halt mal drüber wegsehen. Aber sonst war das halt ganz gut. Es hat ja immer Schläge gegeben. Es ist nur beim Graveln. Aber der Rest, da war der Weg nicht mehr zu sehen. 1000 Äste über dem Weg. Alles zugewuchert, Brennnesseln an der Seite, Brombeeren stechen, die ich, da hatte ich keinen Bock mehr. Ja, da bin ich dann umgekehrt und dann habe ich einen anderen Weg gesucht. Das geht nicht, das hat nichts mehr mit Graveln zu tun. Das ist eine Mountainbike-Strecke gewesen, so eine tiefen Löcher. Das geht nicht mehr. Ich bin froh, dass das Rad bis jetzt hier durchgehalten hat. Ich hoffe, wenn es dunkler wird, dass ich noch die Löcher so gut wie möglich sehe. Und dann an der Alster. Ja, ich hoffe, es hat dann gefallen. Na, ich will noch nicht. Ich glaube, ich melde mich nochmal aus der Dunkelheit, aber sonst, ja, aus der Dunkelheit sage ich mal so, von der Alsterquelle, wenn ich dann gekommen, nochmal kurz, aber sonst sage ich schon mal danke fürs Anschauen. Ja, hat hoffentlich schöne Bilder gegeben. Hoffentlich hat es gefallen, also dann bis zum nächsten Mal vielleicht, wenn es wieder heißt, Herr Flachlandradler unterwegs, denn ich brauche noch ein bisschen Langstrecken, denn noch ein Urlaub steht bevor, der wird auch richtig heftig werden, naja. Also dann, tschüss, moin moin, bis zum nächsten Mal, euer Flachlandradler Thorsten. Noch mal ein Nachtrag aus der Nacht, das heißt aus der Nacht eine halbe Stunde später. Also ich muss sagen, über 230 Kilometer gefahren und ich habe immer noch Power nach jeder Pause. War super und jetzt auch wieder. Es macht immer noch richtig Spaß, jetzt sind richtig angenehme Temperaturen. Naja, also geht's weiter zur Alsterquelle. Nicht erschrecken, ich bin's nochmal. Ja, aua. Ja. 1.30 Uhr. Fertig, ich bin wieder hier. Aber der Weg war immer noch grausig. Leute, das war schlecht geplant, Leute. Mann, immer wieder Fehler. Unpassierbare. Ja, ich hatte dann echt keinen Bock mehr. Dann habe ich aber nochmal ein paar Wege machen müssen. Und dann war da wieder Wurzeln an Wurzeln und
sehr hoch und eigentlich kaum sogar noch nicht mal schiebbar, aber fast. Aber ich bin da durchgekommen. Ich wäre viel schneller hier gewesen, wenn die Wege ganz normale Gravelwege, also Schotterwege gewesen wären. Vielleicht mal ein bisschen Sand, das kann man auch mal verstehen. Aber es war Hölle. Ja, ein paar schöne Abschnitte hat es aber nochmal gegeben. Auf jeden Fall. Wow, das war aber echt ein Höllenritt. Was habe ich denn jetzt? Fast 170 Kilometer. Also ich habe noch gut abgekürzt. Es hat echt keinen Spaß mehr gebracht. Also dieser Weg ist seit Lübeck, kann man sagen, nicht mehr gut geplant. War echt schade drum. Aber naja, ich bin jetzt fertig. Ich muss sagen, ich hätte schon ja mit dieser Tour, aber man hätte ich schon fast ja noch die 3 Stunden fast weiterfahren können. Also müde bin ich noch nicht, aber es ist leicht, wenn ich zur Ruhe komme wahrscheinlich. Power hatte ich bis zum Schluss, also war alles okay. Also denn, hoffe ich hat es gefallen, auch wenn das nicht so guter Abschluss war hier. Aber ich habe es wie es durchgezogen, so gut es ging. Also denn bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Flachlandradler unterwegs. Okay, tschüss.